Einen wunderschönen guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns an die Veggie-Rührei-Alternative oder beziehungsweise Eiersatz aus Sojaprotein von Garden Gourmet. Und ich habe Hoffnungen, denn, wobei andererseits wieder nicht, wenn ich jetzt hier so drauf schaue, ja, vielleicht doch nicht. Denn einerseits, ich mag die veganen Alternativen von Garden Gourmet recht gerne. Und ja, ich kann die Kritik dahinter durchaus verstehen. Andererseits finde ich es halt auch immer gut, wenn große Firmen mit veganen Alternativen in den Supermarkt gehen. Denn die sind letztlich dafür verantwortlich, dass solche Produkte massenmarkttauglich werden. Das ist nicht der kleine Bioladen um die Ecke, der dafür sorgt, dass plötzlich die Menschen immer weniger Fleisch essen. Sondern das sind die großen Firmen, die die Möglichkeit haben, in den Laden zu pushen. Natürlich sind das Großkonzerne und teilweise auch mit fragwürdigen Methoden. Aber das muss man halt auch wieder sagen. Und wie gesagt, ich kaufe gerne manchmal vegane Alternativen und freue mich dann, dass man dann das tierische Produkt ersetzen kann. Und Garden Gourmet fand ich bisher immer recht lecker, deswegen bin ich hier sehr gespannt drauf, wie es ist. Es gab neulich bei der Puls-Reportage auch, vielleicht habt ihr es gesehen, eine Folge über veganen Eiersatz. Und ich sag mal, letztlich war fast alles ziemlich schlecht. Das war leider nicht dabei. Das war tatsächlich aber schon von mir aus vor Wochen gekauft. Ich glaube, 3 oder 4 Euro hat es gekostet. Ich glaube, 4 Euro, weil ich mich nur erinnere, wie ich im Laden dachte, das war super teuer. Eins der Produkte, was ich in Kaiserslautern mal vergessen hatte. Jetzt ist es da. Das andere Video hatte ich schon gesehen. Wie gesagt, Fazit, wenig veganer Eiersatz. Selbst selber machen ist nicht so geil. Mit Kala Namak kann man viel reißen. Das ist hier leider auch mal wieder nicht drin. Man muss es selber noch würzen, aber es ist Aroma drin. Deswegen, ich bin gespannt, wie das jetzt hier abschneidet. Wir schauen aber zuerst mal drauf. Also hier steht, ich soll jetzt die Pfanne erhitzen. Von Fett steht hier nichts. Ich meine, hier ist ja Öl drin. Deswegen mache ich das jetzt einfach auf. Und dann soll man, wie hier steht, 7 bis 10 Minuten rühren, rühren, rühren. Das ist wie Rührei wird. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Oha, das sieht schon, das sieht aber echt komisch. Soll das so sein? Oder ist das schon kaputt? Das kann ja nicht sein. Also es gab jetzt mal eben Break, weil ich dachte, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist. Aber das soll so sein. Boah, das sieht aber nicht geil aus. Sieht ja aus wie Durchfall. Oh, ich glaube, die Pfanne ist zu heiß. Was ist das denn? Kann das jetzt sein? Boah, das riecht aber auch nicht gut, ey. Also ich rühre jetzt hier einfach mal. Es wird so ein bisschen flüssiger durchs Erhitzen. Und jetzt wird man wahrscheinlich die ganze Flüssigkeit rausmachen. Und dadurch wird es dann auch fester und gibt mehr Bindung. Alter, wie haben die denn diese Konsistenz hinbekommen? Da kommt dann wahrscheinlich nur durch das Soja-Eiweiß. Also das ist ja mal weird hier. Ich würze das jetzt lieber schon mal ein bisschen. Mit der guten Lidl persische Blausalz-Salzmühle. Nein, ich bin nicht von Lidl gesponsert, sondern ich sage das einfach nur, weil ich immer irgendeinen Quatsch erzähle. So, das soll ich jetzt rühren. 7 bis 10 Minuten. Boah, ich gar keinen Bock drauf, ey. So lange. Also so, man könnte schon mal durchaus durchgehen lassen als angerührtes Ei mit... Ja, wobei, nee, eigentlich nicht. Ich bin mal gespannt jetzt. Scheinen sich natürlich auch die Geister, wie man selber seinen Rührei macht. Manch einer lässt das natürlich einfach erstmal so als Omelette fast stocken und rührt es dann ein bisschen rum. Andere rühren wirklich die ganze Zeit. Aber wenn man es die ganze Zeit rührt, dann wird es natürlich theoretisch auch ein bisschen cremiger und vielleicht so glatter von der Konsistenz. Man sieht, das Wasser geht jetzt immer mehr raus. Und ich muss sagen, es riecht nicht sehr geil. Also es riecht eigentlich nach fast nichts. Wo ich mich dann wieder frage, Leute, warum macht ihr die Scheiße nicht mal richtig? Und wenn man, ne, Kala Namak Salz soll ja kaputt gehen, es kann vielleicht an den flüchtigen Schwefelverbindungen liegen, die hitzeempfindlich sind, dann macht ein Tütchen da dran und verlangt 20 Cent mehr, ganz ehrlich. Also, das hier ist schon wieder echt strange. Vor allem irgendwie so, wie so Kleister. Aber es ist interessant, dass wirklich nicht sowas wie Bindemittel drin ist. Das finde ich doch wirklich erstaunlich. Also rein was die Optik angeht, ist das schon ziemlich nah an einem echten Rührei. Also man kriegt es sogar braun gebraten, wenn man es dann an mancher, also einfach mal ein bisschen länger drin lässt, ohne es ständig zu rühren, dann kriegt man sogar ein paar braune Stellen, die sogar ganz leicht, ja, knusprig nicht, aber die so feste sind, wie wenn man ein Ei richtig brät.
Die Farbe passt auch. Das sah natürlich erst ein bisschen weiß aus, aber dadurch, dass man dann immer mehr Wasser rausgekocht hat, wird dann natürlich die Intensität der gelben Farbstoffe, des Karottenextrakts, wird ein bisschen höher. Die Konsistenz geht auch sehr nah in Richtung Rührei. Also wenn ich da, wie gesagt, an diese Kichererbsen-Alternativen denke, dann ist das hier wirklich Next Level. Also optisch finde ich das ist so ein bisschen jiggly, ne? So wie das so ein Rührei ist. Also Respekt, das finde ich ist, also man könnte das kaum, und wenn man so manchmal manche so Stellen sieht, hier so hier, dann sieht das vielleicht so ein bisschen nicht ganz so aus wie ein Rührei. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie ihr euer Rührei macht. Ne? Manch einer macht das in so groben Stücken, ne? Das kann man dann jetzt nicht vergleichen. Also ich bin ehrlich zu euch und ich finde, es sieht wirklich, also wenn ich so 10 Punkte vergeben müsste, wie nah sieht es aus wie ein echtes Rührei, würde ich dem 8,5 bis 9 geben. Ich finde, es geht wirklich sehr stark in diese Richtung. Jetzt muss es schmecken. Und wie gesagt, der Geruch, der sagt eigentlich nichts bisher. Es riecht. Ach, was riecht es? Es riecht eigentlich. An irgendwas erinnert es mich. Es riecht nicht wie Ei. Also, Kalanamak-Fehlanzeige jetzt. Vielleicht zu Hause selber noch Kalanamak drauf machen. Ich habe das übrigens vorhin mit den Schwefelverbindungen gesagt, falls ihr es nicht wusstet, Kalanamak-Salz hat den Geschmack nach Ei, weil auch Schwefelverbindungen drin sind, wie sie in Ei sind. Und Schwefelverbindungen sind die, die diesen Eigeruch machen. Also, es riecht nicht schlecht, aber es riecht nicht wie Rührei. Es riecht aber jetzt auch nicht irgendwie gut. Es riecht so ein bisschen wie gebratener Teig, so ein bisschen. Oder... Ja, es ist schwer zu beschreiben. Also, jetzt hier, das vegane Rührei. Mhm. Man muss jetzt natürlich wieder sagen, welchen Maßstab lege ich an? Wer jetzt sagt, veganes Produkt aus Sojaprotein oder einfach eine vegane Alternative zu einem Ei. Also etwas, wo kein Ei drin ist, muss schmecken wie ein Ei. Der hat es einfach nicht verstanden. Das kann nicht schmecken wie ein echtes Ei. Es kommt extrem selten vor, dass Dinge so schmecken. Und das ist gerade, das ist halt manchmal wirklich schwierig, dass man sagt, es schmeckt genauso. Also muss man irgendwo sagen, wie nah kann es an das rankommen, was es sein, was ist realistisch? Und das ist dann dieses... So nah wie möglich ist die 10, nicht das Original schmecken wie, finde ich zumindest. Ja, wenn ich es jetzt das Maßstab anlege, von wegen, es, angenommen Maßstab wäre, es muss original schmecken wie Ei, dann wäre das hier vielleicht eine 6 bis 7. Wenn ich aber den Maßstab anlege, das ist eine vegane Alternative, dann würde ich ihm vielleicht eine 8 geben. Ich finde es halt wirklich schade, dass man nicht irgendwie, ich weiß es auch nicht, vielleicht wäre auch vom Kalanamak-Aroma noch was da, wenn man es brät, dann hätte man es einfach reinmachen sollen. Weil da würde man deutlich mehr Eigeschmack erzeugen können, als mit dem hier. Also es ist erstaunlich, dieses Salz schmeckt mehr nach Ei als das hier. Obwohl es nur Salz ist, mit bestimmten Verbindungen natürlich drin. Das kommt aus irgendwelchen heißen Quellen. Die Konsistenz, die ist sehr gut gelungen. Es ist so ein bisschen... Es ist auch ziemlich viel Fett drin, mehr als im normalen Ei, muss man sagen, deutlich mehr. Deswegen schmeckt es wahrscheinlich so gut. Es schmeckt sehr cremig, als ob man noch so einen Liter Sahne dazu gekippt hätte. Also sehr, sehr cremig das Ei, vollmundig und das finde ich wirklich super gelungen. Ich probiere jetzt mal etwas hier noch von dieser angebratenen Stelle. Also die Konsistenz ist geil. Es ist fettig, vollmundig, im positiven Sinne, finde ich wirklich sehr gut gelungen. Aber das Aroma, das könnte eben noch ein bisschen besser sein. Aber trotzdem muss ich sagen, das ist mit Abstand das beste vegane Rührei, was ich hier probiert habe. Ich habe aber auch nicht viele probiert. Aber auch wenn ich so an dieses Video denke, ich habe auch noch wenig gesehen, was original so aussieht. Also ich muss euch sagen, ich finde es sehr gut bis super gelungen. Aber erwartet nicht, dass es original schmeckt wie Ei. Also das tut es nicht. Aber es ist eine fantastisch vielleicht ein bisschen zu viel, aber es ist eine sehr gute Alternative, die von der Konsistenz und von der Vollmundigkeit wirklich begeistert, aber geschmacklich halt einfach ein bisschen besser sein müsste. Aber trotzdem, sehr teurer Preis. Auch ich meine, es waren eher 4 Euro als 3 Euro. Sehr teurer Preis, aber durchaus ein Versuch wert für Leute, die Ei vermissen. Und dann macht ihr zu Hause noch Kalanamak-Salz drauf. Und dann bin ich überzeugt, dass ihr es wirklich sehr gut finden würdet als vegane Alternative. Und wenn ihr es schon probiert habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.